Während ihrer Mittagspause werden Gino Meyer und Daniel Klattmann zu Lebensrettern. Hallo. Tag zusammen. Nee, heute geht's mal Hähnchen. Heute Hähnchen. Vor zwei Tagen. Moin. Moin. Dach. Was kann ich Ihnen Gutes tun? Ein halbes. Zwei halbe Hähnchen. Zwei halbe Hähnchen, genau. Klar. Gerne. Ja, was ist mit dir los? Hey, Junge. Hey. Was denn? Hier, ist das Ihr Sohn? Ist das ja, das ist mein Sohn. Komm mal runter, Moment, komm mal runter von dem Rocker, nicht, dass uns hier noch Platz ist. Für setz dich einfach mal ab. Ich halte dich. Komm her, Junge. Junge, was hast du? Junge. Hat er eine Allergie oder was? Asthma? Ja, was hat er? Asthma? Nussallergie hat er. Eine Nussallergie? Ja. Sonst nichts. Nur Nuss. Aber Hähnchen mit Nüssen was? Verkaufen Sie ja nicht den Klang. Nein. Alles gut. Okay. Das war ja Pommes, waren das. Brauchen wir einen Krankenwagen? Nee, das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Hat er das, kennen Sie das wieder öfters gewesen? Ja, schon. Hier, jetzt zahlen Sie mal ruhig. Lassen wir die Klappe jetzt da oben ruhig. Und dem Jungen ging es echt schlecht, also von daher. Hey, halten Sie die Klappe, okay? Das ist aber heute nett. Sie sollen die Klappe halten. Hast du bestimmt wieder was damit zu tun, doch. So, was machen wir mit ihm? Was soll hinsetzen, denn bitte einfach? Schön damit ja. zu tun haben? Ja? Okay. Ja, ja, weiß ich ja nicht. Du sollst immer das Gesundheitsamt auf den Hals schicken, doch. Da, meine Fresse. Hey. Hey. Hast du doch Wunsch, hey. Feierabend, sonst komm ich ehrlich. Ey. Du Kackvogel. Was ist das? Ey. Seid ihr bescheuert? Hör auf mit dem Scheiß. Ey. Hallo. Seid ihr völlig bescheuert oder was? Leg die Scheiße weg. Genau. Was ist los mit dir? Warte du bist genauso bescheuert wie das Zeug, was du bei dir auf dem Grill hängt. Hier, Helga Sehnchen, raus da. Magen, da stehen bleiben. Ihr Name ist Helga, geh jetzt mal von aus. Gut, jetzt kümmern Sie sich mal um Ihren Sohn und Sie hören auf hier, oder du hörst auf hier mit den Pommeshütchen gegen zu schmeißen. Ja, meine Güte, der hat doch Runterkommen. Alles klar? Und die Klappe halten. Euch alle ein bisschen. So. Sonst kriegen wir hier da auch ruhig und was zu und essen. Sie genauso. Ruhig, was denn? Ist da gerade irgendwas in Ihrem Kopf irgendwie zusammengeschlagen, der dachte, alles klar, jetzt schmeiß ich hier mit Pommes durch die Gegend oder was auch immer? Ja, Sie kriegen das doch gar nicht mit, was hier alles abgeht. Ich bekomme hier gerade schon einiges mit und das reicht mir schon. Wie alt sind Sie eigentlich? Vor allen wie Dingen, alt sind Sie Pommes eigentlich? 46, wenn Sie es genau. Ja, 46, genau. Das kommt aber gerade nicht so rüber. Ja, Gott. Fest steht, zwischen den Imbissbudenbetreibern herrscht Krieg. In diesem Fall geht es allerdings um einen lebensgefährlichen Anschlag. Wo kommen denn jetzt die Nüsse her? Wenn Sie ja keine Pommes mit Nüssen verkaufen oder was auch immer. Ja, da drin irgendwo. Oh, ich esse sie jeden Tag. Was ist das denn? Ich darf mal, ne? Ja, natürlich. Weil die würden sie. Das ist doch kein Ketchup. Guck mal hier. Hier an der Seite. Das kenne ich aus Holland, so eine Ketchup-Soße mit Nüssen, aber so Erdnusssoße. Aber das ist wirklich keine Erdnüsse oder was? Nüsse, wo haben Sie denn das denn rausgeholt? Aus welchem? Ja. Hier, aus dem Behälter, so wie immer. Ja, so wie raus das Ding. Helga, vergiftest du deinen eigenen Sohn? Oder ja, was? Ja, das soll stimmt mal die nicht Klappe doch halten. Mein Gott, wie blöd muss man sein, seinen eigenen Sohn zu vergiften? Komm, so, was ist denn wieder wie ist du Ihr Name? Gewesen? Jochen Montag. Herr Montag. Ja, Sie halten jetzt einfach mal die Klappe. Entweder ist er Gammel da. Schnauze halten. Oder sind tatsächlich Nüsse. Nee, der einmal ist ganz frisch. Gucken Sie mal mit Verhaltsdatum. Stell mal runter, was ist da drin? Da schwimmt oben jede Menge Nusszeug drauf. Aber die gehören doch nicht in Ketchup rein. Wie kommen die denn da rein? Ja, da bestimmt hier, der Jochen. Also, du so hast wie einen Arsch offen da hier, oben. Hier, Helgas Hähnchenstube. Wie ist Ihr Nachname? Klappert. Wie bitte? Klappert. Klappert, Frau Klappert. Also, Zwist zwischen Ihnen beiden. Einmal Hähnchen, einmal Currywurst oder was auch immer. Okay? Ja. Seit wann stehen Sie hier denn schon? Seit ein paar Jahren schon? Und das geht schon jahrelang so? Das geht schon jahrelang. Der hetzt mir immer der Gesundheitsamt auf den Hals hier. Ach, du bist doch kein Stück besser. Ach. Reden Sie einfach mit mir, hören Sie nicht auf den Herrn Motor. Okay? Gut. Und jetzt steht hier im Raum, wer hat hier diese Erdnüsse in den Ketchup verbracht? Ja, das möchte ich auch mal gerne wissen. Wer hat denn wissen. Hier Zugang zu dem Wagen? Wer hat hier Zugang ja, Timo zu dem Ketchup? Und ich hier. Her? Nur Sie beide. Ja. Und mein Sohn natürlich. Ja. Gut, aber ich denke mal, er ist ja nicht so einer, der sich hier selber die Erdnüsse da in den Ketchup verbracht. Alles klar, Dennis? Alles gut, alles gut. Jemand gefunden noch? Nee, da drin deutet nichts darauf hin, da irgendwo Nüsse oder was. Ist alles tadellos, alles sauber und. So, ja. Herr Montag. Zu Ihnen jetzt noch mal das Gleiche. Ne? Hier gibt es jetzt einen Zwist zwischen Ihnen beiden, der anscheinend schon seit Lehringen schwelt. Und jetzt steht hier der Verdacht im Raum, dass irgendjemand, ich sage jetzt nicht, ne, dass Sie das waren oder wer auch immer, hier die Erdnüsse in den Ketchup gepackt hat. Ne? Können Sie nachvollziehen, dass Warum Sie jetzt... Warum stimmt er oder seine Tochter hier? Wo ist denn deine Tochter überhaupt? Das habe ich ja eben auch Sie schon gefragt. Aber ich habe da bestimmt keine Nüsse reingelegt. Ich habe ja noch nicht mal so einen Ketchup. So, können Sie einmal die Klappe halten, bitte? Ich rede jetzt mit Herrn Montag, okay? Dankeschön. Kommst du klar, Daniel? Ja, ich komme hier soweit klar. Ja, dass Sie jetzt erstmal derjenige sind, der für uns derjenige sein könnte, der hier die Nüsse reingepackt hat. Können Sie das nachvollziehen?
Deswegen frage ich Sie, sind Sie derjenige gewesen, der hier die Erdnüsse in den Ketchup gepackt hat? Nein, ich habe da keine Nüsse reingepackt. Aber da stehen ja auch noch zwei andere. Während der Beschuldigte den Verdacht auf die Konkurrenz lenkt, entsteht hinter dem Currywurst-Imbiss plötzlich ein Tumult. Ich habe jetzt nichts mit Nüsse gefunden. Schatz, was ist denn los mit dir? Ach, gut, aber er ist jetzt erstmal derjenige. Ja, kommen Sie mal her, bitte, ja? Was denn? Kommen Sie mal her! Was ist denn jetzt auch wieder? Was jetzt? Was ist denn hier los? Hast du davon gegessen? Warum? Ja! Och, Kind, bist du eigentlich dämlich! Weißt du, warum ich weißt das du? Gemacht habe? Weil ihr euch immer streitet! Ja, aber du immer. Solltest doch nicht Nein. davon essen. Das war für die blöde Händchen-Troller drüben gedacht. Ich kapiert ihr es nicht? Versteht ihr es denn nicht? Herr Montag, was ist da drin? Was ist da drin? Oh, das ist Mayonnaise. Ja. Ich hab sie nur in der Sonne stehen lassen. Ich wollte der Alten damit eins auswischen von der Händchenbude. Und ich wollte dir zeigen, das hat sie wohl jetzt gegessen. Die hat wohl Salmonellen jetzt gekriegt. Ja, und sie wussten davon, dass die Mayo hier schlecht war und deswegen haben sie die gegessen? Ja, ich wollte meinem Vater zeigen, wie falsch das Ganze ist. Dennis, erzähl jetzt ihm. Oh, Schatz. Ich kapier's. Oh mein Gott. Komm mal hoch. Nein! Schatz, hör auf! Dennis, hast du gerade gehört, was der gesagt hat? Nein, wisst ihr was? Auf wie bescheuert muss man denn sein, dass man eine verschlecht gewordene Mayonnaise ist? Ich verstehe das nicht. Ich liebe sie, okay? Ich halte es nicht mehr aus und ohne sie werde ich nicht leben. Es geht schon seit Ewigkeiten mit euch beiden nur los. Und ich halte es nicht aus. Junge. Wenn sie stirbt, sterbe ich auch. Also sehen wir schon, in was für einen Teufelskreis sie sich gerade gebracht haben, oder? Ganz so zwischendurch. Geht es ihr jetzt schon wieder besser oder was? Brauchen Nein, die wird sich gleich, sehr wahrscheinlich ganz schlecht. Gewaltig Brauchen Sie einen Rettungswagen oder sowas? Ja, bitte. Mir geht's total schlecht. Nein, ich fahre das gleich zur Und Sie haben hier eine Beziehung, oder was? Ja. Was? Boah, du schreien sie mir nicht ins Ohr, ich bin nicht schwer. Ihr Sohn glaube ich auch nicht. Das ist nicht mein Sohn. Nein, ich liebe Schwiegersohn in Spiegel und ihrer Tochter. Ich liebe Schwiegersohn. Sie gehen ja wohl schon sehr weit. Jochen, komm mal zur Ruhe. Das wird nicht mein Schwiegersohn. Komm, bitte. Was hast du denn da hinten jetzt noch zu melden? Ich guck hier, was hier so passiert. Papa, jetzt sind wir aber immer noch nicht weiter. Mit den Erdnüssen. Ja, dann durchsuchen Sie ihn doch bitte mal. Und fassen Sie mich noch einmal an. Sie fassen an. Mich auch die ganze Zeit an. Ja, genau, weil ich doch der Polizist bin und Sie nicht. Ach so, da dürfen Sie genau, das. Genau, ich darf das. Ich darf das. Daniel, jetzt klär mich mal kurz auf. Was ist denn jetzt hier ab? Ich habe einen RTW gerufen. Gut, ja, Sie brauchen den. Ja, wir haben hier einfach ein Beziehungsding. Also hier, Mr. Helgas Hähnchenstube ist liiert mit Jochens Curryclub-Dame. Also Romeo und Julia auf dem Marktplatz ungefähr. Genau. Richtig. Ja. Okay. Wie sollte ich sonst denen zeigen, dass das Ganze falsch ist? Schon mal einfach mal mit Sprechen versucht. Man muss ja nicht. Die hören mir ja nicht zu, haben eine sie doch gerade Mayonnaise da essen. Die streiten sich immer. Ja, aber Sie haben ihm doch jetzt nicht die. Wo kommen denn jetzt noch die Nüsse her? Ja, das wissen wir eben nicht. Aber wir müssen auch noch mal mit ihm reden. Er hat doch gar nichts dazu gesagt. Was soll ich denn sagen? Ich vergifte hier doch nicht meinen eigenen Kollegen. Also, das ist doch vollkommener Schwachsinn. Ja, gut, aber was sagen Sie denn dazu? Also, er ist seit einem halben Jahr bei mir. Auch ich halte Zugang große Stücke auf. Ja, zu den Nüssen. Und ich sag Ihnen, ich habe da nichts reingetan. Gut, okay, das ist Ihre Aussage. Alles klar. Bleiben Sie auch dabei. Ich bleib dabei, natürlich. Der Imbissbesitzer versteht die Welt nicht mehr. Dann macht Gino Meyer eine Entdeckung, die dem Fall die entscheidende Wendung bringt. Ja, sag mal, wie lange läuft das denn jetzt schon zwischen euch beiden? Eine halbe Ewigkeit, aber das hast du nicht gemerkt. Ja. Daniel, ja, was heißt denn hier bitte eine halbe Ewigkeit? Euch beide konnte man das ja nicht sagen. Eben, komm mal bitte ja, hier rüber. Bleib mal ganz ruhig. Timo war das, ne? Ja. Timo. Das war nicht. Was ist hier los? Hallo, mit so einem augen Blick gesehen. Also, ich zieh das jetzt einfach mal hinten aus der Tasche raus. Ne? Was denn? Fang doch mal so blöd, ganz ehrlich. Was ist das denn, Timo? Timo? Das sind Nüsse. Erdnüsse. Hallo? Zum Naschen zwischendurch, oder? Du weißt das doch ganz genau. Ja. Hab ich dir davon erzählt. Natürlich weiß ich davon. So, aber schön, dass ich es war, ne? Jetzt noch mal. Butter bei den Fische. Oder Nüsse auf dem Tisch, wie wir das auch immer ausdrücken wollen. Ja, Nüsse auf dem Tisch trifft es ganz gut. Wir können die Nüsse jetzt beschlagnahmen. Was hast du getan? Ja? Und machen einen Abgleich mit den Nüssen, die wir im Ketchup gefunden haben. Oder du kannst dich jetzt hier bei uns offenbaren. So, aber bevor du dich uns hier in irgendeiner Form irgendwas erzählst, dies ist eine gefährliche Körperverletzung. Das ist eine Straftat. Du musst nur Angaben zur Person machen. Zum Tatvorwurf brauchst du dich nicht zu äußern. Du kannst jederzeit einen Anwalt dazu rufen. Hast du das verstanden? Ja. Wie alt bist du? 22. 22, gut. So, jetzt Butter bei den Fische, wenn du möchtest. Wenn Sie die Nüsse vergleichen, dann werden das die gleichen sein, die im Ketchup sind. Ich wollte ja, dass seine Freundin sieht, was passiert, wenn Sie wissen, dass ich Sie gerade belehrt habe, ne? Und was sie hier auspacken kann, vor Gericht gegen Sie verwendet werden, ne? Das ist sie haben also wissentlich einen eventuellen Tod mit in Kauf genommen, oder?
Den Tod wollte ich natürlich nicht, aber ich wollte wirklich, dass seine Freundin sieht, wie er drauf ist, einfach mit ein paar Nüssen. Weil, ich meine, gucken Sie sich die mal an, die ist halt echt... Was wäre denn passiert, wenn er kein Spray dabei gehabt hätte? Ich wusste ja, dass er das Spray immer dabei hat. Der hätte keine Luft mehr gekriegt. Der Verdächtige ist seit langem heimlich in die junge Frau verliebt. Ob er nicht doch bewusst den Tod ihres Freundes in Kauf genommen hätte, wird das spätere Verfahren zeigen. Hey Junge, wenn du so blind vor Liebe bist, warum hast du denn nicht mal mit ihr gesprochen? Ja, ich wusste ja, dass sie hier mit Dennis zusammen ist. Also, wie, du wusstest das? Ja, das sieht doch ein Blinder, dass die beiden zusammen sind. Also ich wusste es ja nicht, insofern... Ja, ihr beide wart ja auch noch mit eurem Scheißstreit die ganze Zeit beschäftigt. Der Beschuldigte muss sich wegen Körperverletzung verantworten. Zudem hat ihn seine Chefin fristlos entlassen.